Herzlich willkommen, diesmal mit einem Update vom Beta-Server. Endlich mal wirklich was Neues, nicht immer wieder nur dieselben gleichen Kämpfe. Es gibt das neue Feature Players Encounters, wo man 1 zu 1 gegen andere Spieler kämpfen kann. Das ist doch endlich mal eine neue Herausforderung, die es zu meistern gilt. Man kann seine Defense aufsetzen und man kann andere Spieler angreifen. Schauen wir uns ja einmal die Verteidigung an. Das sieht für alle Spieler gleich aus. Eine Dreierreihe und eine Zweierreihe, die man hier mit seinen Einheiten besetzen kann. Einem fällt sofort auf, was? Drei Archers, wie geht dann das? Man hat ja eigentlich nur zwei. Das funktioniert folgendermaßen. Man kann seine zwei, die man hat, hier einsetzen. Dann verschwinden die erstmal aus dem Inventar. Dann baut man neue nach und dann kann man auch den dritten Spot da noch besetzen. Das heißt, potenziell kann man hier relativ mächtige Armeen aufbauen, wenn man dann später noch die Weltwundereinheiten hat, die ja nur alle paar Stunden mal wieder nachgebaut werden können. Kann man hier die Shishinitsa Archers da bauen, die nur ein 2x2-Feld brauchen oder schwere Infanterie. Da gibt es sicherlich verschiedene schöne Sachen, die man hier noch zusammen basteln kann und das dem Gegner darin doch relativ schwer zu machen. Die logischerweise hier Anführer kann man auch auswählen, die werden dann vom Computer und der Verteidigung automatisch genutzt. Schauen wir uns einmal den Angriff an. Hier werden einem einige Gegner vorgeschlagen aus, naja, das sind hier auch Zeitalter, die schon weit über mir sind. Man sieht hier, welche Einheiten sie aufgestellt haben und man sieht auch, welche Bonis sie haben. So, im Grunde kann man sich dann jetzt hier entweder das Leben leicht machen und sucht sich einen einfachen oder man versucht, die schweren Nüsse zu knacken. Aus meinem Zeitalter ist eigentlich nur noch dieser hier übrig geblieben. Der hat auch keine besonders starken Boosts. Der scheint ein leichtes Opfer zu sein. Dann starten wir uns doch den einfach mal. Das klassische Setup hier für das minoische Zeitalter, wo man noch nicht so arg viel Einheiten hat. Drei Archers, drei Infanterie und los geht's. Das sollte eigentlich nicht allzu schwierig werden. So, hier sieht man, da oben kommt der Anführer vom Gegner schon angeflogen und ich mache das gleiche jetzt auch, aber lieber auf seine Archer. So, Kavallerie. Und schon ist unser erster Kampf vorbei und wir bekommen als Gewinn solche Angriffstokens. 15 Stück. Dieselben gibt es auch, wenn man erfolgreich sich verteidigt hat. Da oben, ich habe schon 90 Stück gesammelt. Was kann man mit den Tokens machen? Man kann sich hier neue Angriffe kaufen. Dummerweise braucht man hier noch einen Defense-Token, den habe ich jetzt nicht. Oder man haut halt ein paar Diamanten raus. Dann gibt es noch einen Shop. Da kann man sich die neuen Versuche kaufen. Oder irgendwelche Anführer. Oder Heilungstränke. Diverse bekannte Tokens eigentlich schon. Auf der Defender-Slot gibt es hier gerade noch nichts. Da wird sicherlich noch was dazu kommen, bevor das Ding hier live geht. Dann gibt es hier so ein League-Ranking. Das Ganze läuft hier 4 Tage noch. Dann wird das wahrscheinlich ausgewertet und man sieht hier vorne gibt es Bronze, Silber, Gold, Platinum und dann rutscht man wahrscheinlich hier auf. So lange gibt es das Feature noch nicht, deswegen die Top-Ranks sind hier noch nicht gefüllt. Ja, das war es im Groben eigentlich. Die Einheiten, die man hier beim Angriff verbraucht, die muss man logischerweise nachbauen. Die Einheiten, die bei der automatischen Verteidigung hier verbraucht werden, in Anführungszeichen, die braucht man nicht nachbauen, die bleiben da erhalten. Das kostet dann also nichts. So gesehen bleibt es spannend. Ich finde es schön, endlich mal was anderes machen zu können, als hier nur irgendwie Schatzjagd. Sich immer wieder durch dieselben Sachen durchzuklicken, ist dann doch irgendwann ein bisschen nervtötend und
Auch die Kämpfe auf der Karte sind jetzt nicht so die Riesenherausforderung. Insofern freue ich mich hier endlich mal was Spannendes Neues zu haben. Ich hoffe, ihr werdet auch bald das in der offiziellen Version erleben können und genauso viel Spaß haben. Bis dann, ciao.